Hallo, ich bin Jani, herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier heute für euch Special Edition, die Glossy Box Grazia, ne? Von der Glossy Box, ne? Die hauen hier eine Special Edition nach der anderen raus. Barbie kommt, dann gibt es die Birthday Edition. Ey Leute, ich hatte eigentlich gar nicht mehr vorgehabt, mir so Special Edition zu bestellen, weil jetzt ja mit Adventskalender losgeht, aber es ist einfach verlockend. Ich kann es leider nicht anders. Ich kann es nicht. Ich habe mir die Barbie auch schon bestellt. Die Birthday Edition werde ich mir wahrscheinlich auch bestellen. Ja, es ist, wie es ist, ne? Ja. Und da ist sie, ne? Ja, hier das Verpackungshaar guckt schon aus. Naja. Ich bekomme die Glossy Box Grazia, weil ich Glossy Box Abonnent bin, für 35 Euro, für Nicht-Abonnenten halt 45 Euro, ne? Und genau, interessiert dich solche Geschichten, so Unboxings, vor allen Dingen sowas oder auch andere Sachen, die ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnierst. Im Gesamtvideo blende ich dir bis zu 5 Infokarten ein. Und nun kannst du mal gucken, was die liebe Hanni hier noch so treibt. Unboxings und sowas hier. Abo-Boxen, Hauls, Schminkies, so die ein oder andere Neuheit teste ich euch mal aus. Ne? Adventskalender-Unboxings. Ja. Und genau. Momentan, die Glossy Box Grazia gibt es noch. Ich packe euch unten einen Link in die Infobox. Und momentan gibt es auch irgendwie so eine Deals, wo ihr die für 36 Euro bekommt. Ich weiß es nicht, Leute, ne? Ich habe auch einen Freunde, wir haben einen Freunde-Code für euch, weil wenn du nämlich Glossy Box Abonnent bist, profitierst du von solchen Sachen, bekommst die günstiger, ne? So wie ich, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Oh Gott. Ach ja, es ist wieder, wie es ist. Es ist nämlich wahr. Bei Instagram nie auch, und da ist mein Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Leute, es ist warm. Es ist einfach nur warm. Und guckt mir an, wie ich aussehe. Nicht mal die Nägel gemacht, nichts, ne? Einfach nichts, nichts, nichts. Das Übliche halt, ne? Magic Finish. Oben Clean and Free Mascara, Clean and Free Concealer, Fair glaube, ne? Aber ich glaube, davon ist nicht mehr, auch nicht mehr viel zu sehen. Alles schon runtergeschwitzt. Und Mascara ist noch da, so ein bisschen. Naja. Und du bist noch kein Glossy Box Abonnent. Oh Gott, Honey, ey. Blende ich dir mal hier so ein Freunde-Werben-Freunde-Code ein und dann bekommst du nämlich die erste Glossy Box für 20% weniger, für 5 Euro weniger. Ach, keine Ahnung, Leute. Einfach mal ausprobieren und momentan gibt es irgendwie so einen Deal. Guckt einfach mal nach. Ne? Ich packe euch einen Link unten in die Infobox, genau. Und ich würde sagen, wir packen das Schätzchen jetzt einfach mal aus. 155 Euro Warenwert soll es haben. Naja, 7 für 7 und 7 Produkte sind hier drin. Ne? Gucken wir mal, was hier so drin ist. Sneak Peeks habe ich schon gesehen. So, ne, hat auch mit so einem Zettelchen. Preise weiß ich gar nicht, ob ich die blende ich euch ein, ne? Weil hier hat man wie bei der Glossy Box auch, denn hier diesen QR-Code zum Einscannen. Und wenn halt auch Produkte ein bisschen unklar sind, blende ich euch auch einen Screenshot dazu ein, was das Produkt so machen soll. Glossy Box X Grazia Limited Edition. Unsere Glossy Box X Grazia Limited Edition krönt eine unvergessliche Zeit voller Beauty-Freuden dank einer handverlesenen Kosmetik sowie Pflegeauswahl. Die perfekte sommerliche Überraschung für jeden Beauty- und Lifestyle-Fan. Ja, letztes Jahr gab es sie auch schon und die war gut, ne? So, dann mache ich jetzt mal. Oh, kaputt. So, guck mal. Da ist der Inhalt von der Box. Wir nehmen auch gleich mal das Große raus hier. Hey, das ist ja ein Riesending. Von Skin Visibles. Lichtschutzfaktor 50. Die hauen hier in den ganzen Boxen irgendwas hier, Sonnenprodukt raus. Es wandert weiter, ne? Weil Sun Celebrator, Dry Touch, Body Defense, Protection, Solar. Ja, Wasser, also eine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50. Genau, Dry Touch,
Körper Sonnenschutz mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen für empfindliche Haut aller Hauttypen, die hätte ich eher gebraucht. Ich habe eine mit Lichtschutzfaktor von Ultrasan. Eigentlich brauche ich 50, aber ich habe von Ultrasan die mit 20, 30 geht auch noch. Also ich bin damit klargekommen. Ich habe auch keinen Sonnenbrand gehabt, ne? Riesending, guckt euch das mal an, ne? Also es ist schon recht groß. 150 Milliliter, das bräuchte ich eigentlich. Aber der Sommer ist bald vorbei. Ist noch ein Siegel davor, das sieht man. Deswegen ist gut so, dass das zu bleibt. Der Sommer ist bald vorbei und ja, nee. Und für nächstes Jahr kommen wieder Safe auf den Sonnencremes, ne? Ja, aber haben wir schon mal eine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50. Naja, mal gucken, was ich damit mache, ne? Besser, und ich finde auch immer so eine Sonnencremes gut, die halt nicht so weißeln und so kleben. Weil das hatte ich schon mal gehabt und das hasse ich. Deswegen benutze ich ungern Sonnencreme. Aber hier steht oben schnell absorbierend ohne Rückstände. Naja, weiß ich nicht, ne? Es kann zwar so oben stehen, aber es muss nicht sein. Ich bin ja so ein Nuxe-Fan, Nux-Fan und ich liebe dieses Öl. Ich liebe es. Das ist dieses Multi-Allrounder-Öl für Face, Haare und Körper. Wir kennen es mittlerweile alle und ich liebe es, ne? Oh, und dieser Duft, ich finde den ja so toll. Deswegen, also das bleibt natürlich bei mir, aber das hebe ich mir für den Winter auf. Für den Winter, ne? So nach dem Duschen eincremen, weil jetzt im Sommer mache ich das nicht unbedingt, ne? Ist auch nur eine kleine, 10 Milliliter. Oh, und ich liebe diesen Duft, ne? Aber das ist für mich mehr so ein Winterprodukt, ne? Im Sommer würde ich das jetzt nicht benutzen. Richtig geil. Dann haben wir hier, das war Sneak Peek. Wieder mal The Real Magnet von Benefit. Ein Mascara, ne? Mit diesem Magnet oder Hufeisen oder was auch immer das sein soll. Den habe ich schon da. Den brauche ich nicht nochmal. Deswegen wird der weiter wandern, ne? Ich lasse den mal noch zu. Ich mache den jetzt nicht auf. Ist auch nur eine kleine Größe. 4,5 Gramm. Die haben meistens immer Silikonbürstchen, ne? Benefit hat immer das Gleiche. Die haben immer so Silikonbürstchen. Ja, dann wandert das mal wieder weiter. Genau. Dann haben wir als nächstes. Oh, Sensai, Leute. Sensai. Das ist ein sauteures Produkt, ne? Ich kann euch das sagen. 30 Milliliter haben wir hier. Irgend so ein Mousse. Mikro Mousse Treatment. Es steht auch auf Englisch. Englisch, ja. Es ist ein gutes Produkt. Wisst ihr, wie teuer Sensai ist, Leute? Weil. Absolut. Anti-Aging-Lotion steht hier. Oh. Oha, mit Beipackzettel. Vielleicht steht ja was auf Deutsch. Naja, wenn nicht. Aber das ist fürs Gesicht wohl, ne? Hier ist abgebildet fürs Gesicht. Naja. Steht hier was auf Deutsch? Ach, hier steht was auf Deutsch. Oha. Mikro-Mousse-Treatment. Dieses vorbereitende Anti-Aging-Lotion versorgt der Haut mit der Kraft der Kojimaru-Seide. Uiuiuiui. Und bekämpft Aspekte der Hautalterung für eine makellos seidige Haut. Der seidig weiche Schaum aus Mikrobläschen, die kleiner sind als Poren, dringt sofort in die Haut ein und lässt sie jünger, weicher, strahlender, ebenmäßiger erscheinen. Entdecken Sie, wie Ihre Haut in neuer Vitalität erstrahlt. Ach, du ahnst es nicht. Anwendung: Den Flakon aufrechterhalten und nach Gesichtsreinigung morgens und abends eine angemessene Menge auf dem gesamten Gesicht verteilen. Danach mit einer Sensai-Emulsion oder Creme fortfahren. Okay. Darauf achten, dass. Okay, also. Wie hat denn so Serum? Und dass man denn, ne, nach der Reinigung, wie so Art Serum oder so. Und dann halt trotzdem noch eine Creme irgendwie drüber packen. Das reizt mich schon wieder, ne? Tolles Produkt. Wie viel haben wir hier drin? 30 Milliliter. Das war auch Sneak Peek. Das war Sneak Peek. Das weiß ich auch, ne?
Das müsste man eigentlich wirklich behalten und mal ausprobieren, weil, wie gesagt, ja, sollte man machen, ne? Das ist teuer. Ich hatte davon schon mal mit Lichtschutzfaktor 30 gehabt, eine Gesichtscreme. Und die hatte ich letztes Jahr mit dem Urlaub und die war wirklich gut und die hat mich wirklich geschützt vor der Sonne. Das muss ich wirklich sagen. Dann kommen wir zum nächsten. Die Dinger sind überall hier, ne? So, bei Terry. Ach, du ahnst es nicht. Ja, und was bist du? Bei Terry. Bei Terry einfach nur so ein Produkt. Was ist das? Lipgloss? Ist das ein Lipgloss bei Terry? Bestimmt. Oder Augenbrauengel? Nee, ich denke, das ist ein Lipgloss, ne? Okay. Wir gucken denn mal. Ich weiß gar nicht, behalte ich den? Das ist ein Lipgloss, oder? Bestimmt. Einfach behalte ich den? Eigentlich müsste man mal was behalten von By Terry, weil ich habe kein Produkt von By Terry. By Terry ist eigentlich auch ein teures Produkt, ne? Es könnte ein Lipgloss sein. Baume de Rose. Es ist bestimmt ein Lipgloss. Die Farbe Baume de Rose. Ich glaube, den behalte ich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nicht schon genug Lipgloss habe, ne? Weil ich mache jetzt immer wirklich jeden Tag immer so Lipgloss hoch. Wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe da jetzt von ein Lipgloss von Maxim, den mit Schokolade, den will ich jetzt alle machen, den mache ich mir immer jeden früh hoch. Bloß wenn ich zur Arbeit fahre oder wenn ich einkaufen fahre, ne? Ja, ich muss ja irgendwann mal das Zeug benutzen, ne? Okay, ich lasse es mal lieber noch. Ich weiß es noch nicht, ob ich das behalte. Ich werde es wahrscheinlich behalten. Ja, ich denke ja. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Vorletztes Produkt auch schon. Also überall die Dinger hier, ne? So, was eingepackt in Piff-Puff-Puff-Folie. So, wieder da. Ach, so, jetzt gucken wir mal hier rein. Gucken wir mal hier rein. Irgendwas fürs Ohr. Von Six Schmuck. Okay. Es ist so eine Klemme. Die klemmt man sich ein. Das klemmt man sich einfach so ran. Also einfach so. Und das tut man das trotzdem durchs Ohrloch? Na klar, hier unten, das kommt trotzdem irgendwie durchs Ohrloch. Und dann, ich meine, es würde ja trotzdem gehen. Kann ich ja trotzdem hier durchmachen. Oder hier durch und ich habe ja noch ein zweites Öhrlöchli, ne? Ich glaube, das sieht dann blöd aus, wenn es so weit hoch geht. Ich weiß es nicht, Leute. Probiere ich das mal aus. Oder wird das weiter wandern, ne? Aber das hat was, das finde ich übel schön, eigentlich. Wenn das so das ganze Ohr so hoch geht. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, wenn das weiter höher geht. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich werde es mal mal gucken, wenn in einem. Ich mache ja, ja stimmt, Hani macht nämlich auch Beauty Boxen Full Face. Und da werde ich das mal ausprobieren. Ne? Da werde ich mal gucken, wie das so. Ja, ob ich das mal ausprobiere. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja, gut, ne? Ja. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Von Jean de Arcel, ein Blush-Powder. 10,5 Gramm, das war nämlich Sneak Peek. Will ja meine Make-up-Sammlung noch ein bisschen erweitern, ne? Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Meine Highlighter, die quillen schon über. Ich krieg da nichts mehr rein. Wahnsinn. Mit dem Blush genauso, ne? Blush-Highlighter, das ist der pure Wahnsinn, was ich wirklich so da hab, ne? Ja, ich sammle das halt alles und ich brauche das. Ja, ich brauche es nicht, aber man hat's, ne? Einmal in dieser so Plastikverpackung, ne? So. Ja, gut. Schöne Farbe, ne? Das ist die, welche Farbe soll das sein? Steht gar nicht oben. Mit Spiegel sogar. Guck mal in Erstaunen. Ich pack mal so lang, ne? Steht nicht oben, welche Farbe das ist. Nee. Keine Ahnung. Ja. Er sieht auch glowy aus, ne? Dann swatche ich den jetzt mal. Dann wird er mal in einen Beauty Boxen Full Face. Oh, der riecht aber nicht gut, ne?
irgendwie, der ist dezent. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein. Ja, also der ist glowy, seht ihr das? Ne? Ein glowy Blush, aber die Farbe gefällt mir. Das ist so ein schöner. Doch, der ist schön. Den mag ich, ne? Nicht zu auffällig, aber es ist jetzt nicht so eine auffällige Farbe. Das ist mir so ein, wie sagt man dazu? So ein erdiger Ton, kann man dazu sagen, ne? Das ist jetzt kein pinker, stichiger Ton. Stichiger Ton, sagt man das so? So ein bisschen erdiger Ton, ne? Mega, der gefällt mir gut. Ja. Das war eigentlich auch das Ausschlaggebende, warum ich die Box eigentlich haben wollte. Naja, eigentlich wollte ich ja gar keine Limited Editions Boxen mehr, aber hatte ja schon mal erklärt, ne? Weil ich wollte ja jetzt langsam mit den Adventskalendern, aber ich bin neugierig, ich muss wissen, was drin ist. Ne? Ja, also das ist die Box. Glossy Box Graz, ja. Ist dann auch alle, ne? Also, ja, was sag ich zur Box? Finde ich gut, ne? Schöne Produkte, also vor allen Dingen teure Produkte. Wie gesagt, wenn ich euch gleich die Preise raussuche, da werde ich wieder pfui machen. Da werde ich wieder ui machen, ne? Weil schon das wird, boah, Sensei. Ja, also ich glaube, der Blush wird auch nicht gerade günstig sein. Der wird auch einiges kosten, ne? Ja, Sixschmuck wissen wir. Das ist, glaube ich, mit am günstigsten von dem Ganzen hier drinne. Ja. Weil Terry ist auch recht teure Marke, ne? Benefit, ja, aber das sind die kleinen, die kosten aber auch schon ihr wahres Geld, nur C. Finde ich, ist eine gute Box, ne? Wie gesagt, es wird auch einiges weiter wandern. Ne? Bei dem Ohrring weiß ich noch nicht. Das Öl behalte ich natürlich. Der Mascara wandert weiter bei Terry. Ich glaube, den werde ich behalten. Die Sonnencreme wandert weiter. Sensei reizt mich blush. Also es bleibt ein bisschen was, ne? Ja. Finde ich nicht schlecht. Finde ich, ist eine gute Box. Irgendwie fehlt noch, naja, doch, der Blush ist schon ganz gut, ne? Doch, ich finde die gut. Also, da gibt es nichts zu meckern. Ich sage mal, für 35 Euro, ne, ist die in Ordnung, denke ich. Also, ich würde sagen, ja, die finde ich mega. Vor allem der Blush. Beauty Box und Full Face wird ja mal der Blush ausprobiert. Ja, ihr Lieben, eure Meinung ist gefragt, was ihr zu der Box sagt, ne? Und, ja. Ansonsten, wenn ihr dieses Video gefallen habt, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein meine Playlist. Naja, von den Glossy Box, Unboxings und Special Editions und aufgebraucht mache ich dann auch, ne? Siehst du hier, wenn da irgendwas Bestimmtes dabei ist, was dich interessiert, guckst du einfach mal nach. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.